So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Die Woche ist ein bisschen chaotisch, mein PC ist ja kaputt gegangen und so, deswegen ich nehme dieses Video jetzt brandaktuell auf, ich glaube für Samstag sogar. Wenn ihr Videos auf dem Balkon seht, dann sind das alte Videos, die schon fertig waren auf dem Rechner, die ich noch so hochlade. Das möchte ich mal exklusiv für Samstag aufnehmen, gucken, ob das am Laptop irgendwie funktioniert. Wir waren nämlich im Urlaub. Im Urlaub gab es richtig coole Sachen zu entdecken, eine richtig tolle Location. Und ich habe im Urlaub auch irgendwas gesehen. Das hat Pupsi hat das gesehen, genau. Hat gesagt, guck mal, wie sieht das denn aus? Das sieht ja interessant aus. Wollen wir das mal testen? Jetzt fliegt es jeden Tag, wenn die den Kühlschrank aufmachen, aus dem Kühlschrank raus und knallt auf den Boden, weil die immer an die Milch wollen und jedes Mal fliegt die Flasche hinterher. Das, weil ich den Urlaubsvlog noch nicht hochladen kann, noch nicht schneiden kann, man aber sieht, dass wir das verkaufen, möchte ich jetzt, um euch den Urlaub mal ein bisschen schmackhafter zu machen, das einfach jetzt mal probieren, das mal testen, das mal zeigen. Das ist Kaktusgeschmack, steht da drauf. Kaktusgeschmack von Dofgan Tropical Kaktus. Das stand gleich neben diesem komischen Malztrunk, neben Kwas, neben allem anderen, was da aus dieser irgendwie russisch-polnischen Ecke kommt. Das war im Urlaub ein Edeka. Ich glaube, es war ein Edeka. Ja, da sagt der Schneider ja auch immer, da gibt es immer so internationale Ecken. Und das stand da auch mit rum, das kenne ich nicht, das habe ich noch nie gesehen, sieht aber lustig aus mit diesem Kaktus, der ja auch eben so einen Bart hat, der ein Sombrero aufhat und diese verliebten Augen. Ist das jetzt so ähnlich, also ist das einfach Kaktusfeige, ist das Kaktusfrucht, ist das Kaktus, ist Kaktusfrucht und Kaktus was anderes? Wir machen es jetzt mal auf, es ist ja eine riesen Flasche, die Flasche ist wahrscheinlich grün, ich gehe mal von aus, das Getränk ist einfach weiß. Wir schenken mal einen ganz kleinen Schluck ein. Wir schwätzeln es mal rum. Ist ja auf jeden Fall auch mit Kohlensäure. Sieht ein bisschen aus wie Prime. Es riecht ein bisschen nach Seife. Aber süß, süße Seife. Das klingt auf jeden Fall gut. Und dann wollen wir natürlich das ganze Glas wegchucken. Aber erstmal eine kleine Duftprobe, eine kleine Kostprobe. Schmeckt halt wirklich irgendwie sehr künstlich, sehr chemisch, cremig, seifig, besonders. Also es ist was, das kannst du dir einmal kaufen, kannst du dir hinstellen, kannst du sagen, guck mal, ich trinke jetzt meinen Kaktus leer. Es ist jetzt aber kein Geschmack, den ich unbedingt brauche, den ich jetzt öfters haben muss oder den ich mir unbedingt, wenn ich irgendwo was Frisches zu trinken kaufe, mir kaufen würde. Die Leute, die Kwas trinken, die trinken bestimmt auch sowas. Ich bin jetzt nicht so der heftige Kwas-Fan, aber das kommt aus derselben Ecke. Das sieht lustig aus. Guckt es euch an. Das ist der Kaktus. So, ansonsten war es das schon wieder auch von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, vor Ort, euer Ramses. Habt ihr auch so eine orientalische, perverse Ecke in eurem Edeka oder woanders? In Meiningen gibt es nicht mal ein Edeka, aber im Urlaub gab es ein Edeka. Wir werden das jetzt noch austrinken, gucken wir mal, ob wir röpsten müssen und dann würde ich sagen, ja. Also das Glas ist richtig beschlagen, das Glas ist richtig schön kühl gewesen, das brennt so, es bitzelt so. Ich habe vorhin noch 2 Cups Spicy von Samyang Buller gegessen. Jetzt das hinterher, das geht alles hier in den Hals. Burp war da, aber es ist ein bisschen unangenehm. Also ich würde es nicht nochmal kaufen. Ciao.